Guten Abend euch und Ihnen. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder in Münster sein kann und jetzt auch beim Emmanuel-Meeting. Das Team hatte gefragt, ob wir etwas hören können dazu, dass man die Schrift, auch das, was da steht, auch aus, ja, mit vernünftigen Gründen glauben kann. Oder ob wir gleichsam einfach nur mit dem Glauben springen müssen und am besten den Verstand sogar ausschalten. Und tatsächlich, wenn man sich die Heilige Schrift, wird sich der Heiligen Schrift nähert, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich ihr zu nähern. Die schönste und wichtigste ist sicherlich, dass uns das Wort Gottes einfach berührt, dass es uns existenziell trifft. Muss bei dem Thema der Auferstehung, ob sie glaubhaft ist, an ein Ehepaar denken, die eine Tochter verloren haben vor 5 Jahren durch ein Gewaltverbrechen und die da aus dem Glauben an die Auferstehung, weil das Wort Gottes sie praktisch ja so Fleisch in ihnen geworden ist, also so eine Kraft, wir haben es eben gehört, Gott, du bist der Fels, auf dem ich stehe, so ein Fels war, auf dem sie standen, dass sie trotz allen Schmerzes eine Stiftung gründen konnten mit dem Namen ihrer Tochter, Maria Ladenburger Stiftung, und sozusagen aus diesem schweren Verlust, sie ist durch jemanden umgekommen, der einen Migrationshintergrund hatte, und anstatt jetzt in Hass zu verfallen, haben sie eine Stiftung gegründet für Studierende mit Migrationshintergrund, weil sozusagen das Wort Gottes in ihnen eine solche Kraft entwickelt hatte, sie existenziell berührt hat, dass das ihre Kraftquelle war. Und das ist eigentlich der wichtigste Zugang zur Heiligen Schrift. Es ist allerdings auch ein besonderes Geschenk, wenn wir die Heilige Schrift so erfahren können, dass sie uns berührt und innerlich auch irgendwie verwandelt. Wenn wir sie einfach als das Wort von Gott an uns im Alltag leben dürfen. Es kann aber immer wieder auch mal kommen, dass uns vielleicht das auch etwas hindert, vielleicht auch Vernunftgründe, wo wir sagen, ja, aber wie soll ich das glauben, was da steht? Sind das nicht ausgedachte Geschichten? Vielleicht die Thomas-Momente in uns. Thomas, der sagt, also wenn ich seine Wunden nicht berühre, wenn ich ihn nicht sehe, dann glaube ich das einfach nicht. Ich finde das Schöne bei Jesus, dass er Thomas ja tatsächlich seine Wunden zeigt und sagt, und leg deinen Finger in die Hand meiner Wunde. Ich habe den Eindruck, dass er auch in diesen Thomas-Momenten oder auch diesen Thomas-Charakteren sagt, ich reiche dir die Hand, dass du auch mit deiner Vernunft dem Glauben nachdenken kannst. Setzt sicherlich immer auch eine besondere Bereitschaft voraus, aber die Vernunft kann uns an die Hand nehmen, bis zu einem bestimmten Punkt führen, und dann ist es immer noch unser freier Wille, wie wir dann weitergehen. Und ich möchte einfach heute, ja, an dem Wichtigsten, was die Heilige Schrift uns im Neuen Testament berichtet, das so mit euch ein paar Schritte einfach gehen, ein paar Argumente an die Hand geben, weshalb es auch vernünftig ist, davon auszugehen, dass es wahr ist, was da steht. Nicht in dem Sinne, wie wir einen naturwissenschaftlichen Beweis fühlen, den kann man immer wiederholen, es kommt immer das gleiche Ergebnis raus, aber es gibt auch historische Vernunft, dass es Indizien gibt, einfach Indizien, die dafür sprechen, dass es so war, wie es dort steht. Und wenn wir auf die Heilige Schrift schauen, ist das Wichtigste eigentlich, was berichtet wird, dass das Grab leer war. Die Jünger sind von Anfang an aufgetreten in Jerusalem und haben gesagt, Christus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen und das Grab ist leer. Also wenn es nicht leer gewesen wäre, wäre es natürlich ein einfaches gewesen zu sagen, Entschuldigung, aber wenn er auferstanden ist, was ist mit dem Grab da? Da ist er doch. Also offensichtlich war es schon mal nicht möglich, anhand eines Leichnams Jesu zu beweisen, dass das einfach eine ausgedachte Geschichte ist. Jetzt kann man natürlich sagen, aber haben sie das denn überhaupt
wörtlich gemeint? Gibt es nicht auch ein Verständnis von Auferstehung, dass man sagt, es ist eher eine Auferstehung, eine innere Begegnung mit Jesus, der zwar nicht leiblich auferstanden ist, der sich aber uns zu erkennen gegeben hat, als der, der noch da ist. Da ist ganz interessant, wie viel Wert die Evangelisten darauf legen, dass sie ihn berühren konnten. Er sagt, habt keine Angst, hat denn ein Geist Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht? Und dann steht, und er bat sie, ihm etwas zu essen zu geben und aß es vor ihren Augen. Und man muss wissen, es war auch jetzt damals nicht so, dass einfach alle sofort gestaunt haben, wenn so etwas verkündet wurde und gesagt haben, ja klar, Paulus wurde gerade dafür, dass er gesagt hat, den Griechen in Athen, dass Jesus auferstanden ist, belächelt. Bis zu dem Punkt sind sie ihm gut gefolgt. Aber in dem Punkt, wo er von der Auferstehung gesprochen hat, da haben sie gesagt, ja, dazu wollen wir dich ein andermal hören. Also es wäre möglicherweise schon damals einfacher gewesen und glaubwürdiger, eher von einem symbolisch zu verstehenden Auferstehungsakt zu sprechen, als von so einem konkreten. Dann finden wir ja auch Hinweise in der Heiligen Schrift, dass schon damals diejenigen, also die Tempelaristokratie, nach Argumenten gesucht hat, wieso das Grab leer ist. Und sie haben dann die Soldaten bestochen und gesagt, ihr müsst erzählen, dass seine Jünger nachts gekommen sind, um den Leichnam zu stehlen. Wenn der Bericht nicht auch ausgedacht ist, das kann man natürlich alles immer unterstellen, dann spricht es dafür, dass das Grab leer gewesen ist, weil irgendwie eine Erklärung dafür gesucht wurde. Und natürlich gibt es auch die außerchristlichen Zeugnisse, zum Beispiel bei Tacitus, der schreibt, dass es da eine jüdische Sekte gibt, die behauptet, ihr Gründer sei auferstanden von den Toten und würde leben. Was gibt es noch? Wir können gleich nochmal schauen, wie man dann das leere Grab erklären kann oder auch Gegenargumente. Aber was gibt es noch für Gründe, dass die Auferstehung glaubhaft ist? Das Christentum hat sich in den ersten Jahrhunderten rasend schnell verbreitet und ohne einen Waffenstreich. Es müssen also sehr glaubwürdige Zeugen da gewesen sein, denen man das abgenommen hat, was sie da erzählt haben. Und wenn wir da einmal sehen, wie verunsichert die Jünger nach dem Tod Jesu waren, voller Angst haben sie die Türen verschlossen, sie sind geflohen. Und wie sie dann auf einmal all das riskieren, ihr Leben, ihre Gesundheit. Eigentlich sind ja alle Apostel bis auf Johannes, nicht eigentlich, alle Apostel bis auf Johannes sind ja gestorben, gefoltert worden. Ja, für eine Geschichte, die sie sich ausgedacht haben, wäre es nicht dann irgendwann zumindest bei einigen der Fall gewesen, dass sie sagen, also ich halte das nicht mehr aus. Ehrlich gesagt, so war es nicht. Es war anders. Im Gegenteil, man hat es ihnen einfach geglaubt, dass sie was erlebt haben, wofür sie am Ende bereit waren, wirklich so vieles Unangenehmes, so viele Schmerzen auf sich zu nehmen. Dann, ganz interessant, die Jünger waren Juden. Und für sie gab es einen Gott. Wieso nennen sie auf einmal Jesus Kyrios mit griechischem Wort? Kyrios ist das Wort praktisch, was im Alten Testament, also in der griechischen Übersetzung, für Jahwe, für Gott verwandt worden ist. Wie kommen diese monotheistischen Jünger Jesu dazu, auf einmal Jesus Gott zu nennen? Irgendetwas muss da doch passiert sein. Warum ist auf einmal der Sonntag der entscheidende Tag für sie? Eigentlich ist es doch der Sabbat. Warum ist es auf einmal der Sonntag, an dem sie sich treffen und das Wichtigste für sie feiern? Und wie kommt es, dass ein so skeptischer Mensch wie Paulus, der ja sogar die Christen verfolgt hat, schließlich
zu einem der größten Apostel wird. Auch der Herrenbruder Jakobus, der später der Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem wird, der am Anfang total skeptisch Jesus gegenüber ist. Er gehört ja zu den Schwestern und Brüdern Jesu, die draußen stehen und sagen, du bist durchgedreht, komm zu uns. Irgendwas muss auch in ihm vorgegangen sein. Dann könnte man auch einmal auf die Art und Weise schauen, wie die Evangelien geschrieben sind. Die Auferstehung wird relativ nüchtern beschrieben. Wenn man antike Wunderberichte sich anschaut, das wird ausgeschmückt, dann kommt hier noch eine Wolke und da ein Blitz und dann reitet, weiß ich nicht, noch eine Herde von, keine Ahnung, Nilpferden durch die Gegend. Also das wird unwahrscheinlich ausgeschmückt. Gerade bei Markus, aber auch in den anderen Evangelien, ganz nüchtern. Und zum Teil stehen die Berichte ja sogar auch in Spannung zueinander. Wenn man also unbedingt etwas Unwahres behaupten wollte, dann hätte man doch darauf achten müssen, dass da alles ganz glatt ist und am besten auf Hochglanz poliert wird. Gerade das ist nicht, es ist nüchtern. Und es wird berichtet, das finde ich ein ganz wichtiges Faktum vor dem jüdischen Hintergrund, dass Jesus zuerst den Frauen erschienen ist. Frauen hatten damals bei den Juden vor Gericht keine Aussagekraft. Sie galten nicht als gültige Zeugen in einem Gerichtsprozess. Wenn man jetzt eine so unglaubliche Geschichte wie die Auferstehung berichtet und sie wäre nicht wahr, dann müsste man doch darauf achten, dass man glaubwürdige Zeugen nennt, dass alles perfekt geschildert ist. Wenn dort also steht, dass Jesus zuerst den Frauen, zuerst Maria Magdalena erschienen ist, dann spricht es einfach dafür, dass es so war. Und vielleicht kann man auch noch sagen, die Quellenlage, ich weiß nicht, wer von euch alles mit De Bello Gallico von Cäsar gequält worden ist, der ein Großteil der Geschichtsschreibung basiert auf den Erzählungen von Cäsar oder von Tacitus, die Annalen von Herodot, die, was hat er doch gleich geschrieben? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Boah, hier steht, ja, irgendwas hat er geschrieben, fällt mir nachher ein. Davon gibt es nur 8 Überlieferungen, von Cäsar gibt es 10 von De Bello Gallico. Von den Annalen von Tacitus gibt es noch weniger als 8. Und die ersten Exemplare davon wurden 1000 Jahre nach den Ereignissen gefunden. Beziehungsweise das sind die ältesten Abschriften, die wir haben. Und von der Heiligen Schrift gibt es 5668 Abschriften. Und die ältesten Fragmente der Heiligen Schrift, die wir haben, sind schon 300 Jahre nach den Ereignissen geschrieben worden. Also wenn man es einfach mal vergleicht mit anderen Quellenlagen, auf die wir uns historisch beziehen, ist die Quellenlage der Heiligen Schrift sehr, sehr gut. Das könnte man natürlich trotzdem sagen, ist das überhaupt wahr, was da berichtet wird? Es gibt ja andere Möglichkeiten, das leere Grab zu erklären. Nur ganz kurz, einige sagen, da ist gar nicht Jesus gestorben, ja, sondern also schon der Tote war gar nicht Jesus, sondern das war ein anderer. Nun, für diejenigen, die die Evangelien aufgeschrieben haben, die aus einem jüdischen Kontext kamen, war klar, wer am Kreuz stirbt, ist verflucht. Das steht in Deuteronomium. Der am Kreuz Gehängte ist von Gott verflucht. Wieso sollten sie denjenigen, den sie lieben, Jesus, als von Gott verflucht darstellen, wenn doch ein anderer gestorben ist und nicht Jesus selbst am Kreuz? Dann wird gesagt, Jesus hat die Kreuzigung überlebt, er ist gar nicht wirklich gestorben. Ist dann praktisch aus dem Grab rausgeholt worden, aber war halt immer noch, war vorher gar nicht tot. Also eine Geißelung, die Jesus durchgemacht hat, hat schon oft dazu geführt, dass die Menschen allein deshalb schon gestorben sind. Dann in Verbindung mit der Kreuzigung
es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das jemand so einfach überlebt. Und wenn er sich dann sozusagen zu seinen Freunden schleppt mit letzter Kraft, dann würden die ja nicht sagen, Halleluja, er ist auferstanden. Jetzt gehen wir in die ganze Welt raus und erzählen das. Sondern sie würden sagen, du Armer, mein Gott, müssen sie sich uns um dich kümmern. Aber das würde niemals diese Kraft der Verkündigung freisetzen. Der Leichnam gestohlen. Offensichtlich wurde das Grab bewacht. Die hohen Priester hatten gesagt, es soll bewacht werden. Wahrscheinlich auf den Bildern sind dann immer zwei Soldaten zu sehen. Es ist eher davon auszugehen, dass es von einer kleinen Kohorte bewacht worden ist. Von 12 waren das dann. Und das in einem aufständischen Land, das in Aufruhr war, wo man immer damit rechnen musste, dass sofort eine Gruppe von Zeloten oder anderen römischen Feinden kommt und sie überfällt. Und diese 12 sollen dann alle eingeschlafen sein, während auf das Einschlafen bei der Wache die Todesstrafe stand. Oder die Jünger sollen sie überwältigt haben, die noch völlig verängstigt und enttäuscht waren. Die Juden waren, für die das Betreten eines Grabes ein schwerer Frevel war. Zumindest alles sehr unwahrscheinlich. Und schließlich mal eine Karikatur gesehen, die fand ich ganz wichtig. Die Jünger stecken die Köpfe zusammen und sagen, wir machen jetzt was. Wir stehlen den Leichnam, verscharren ihn und dann erzählen wir diese Geschichte, dass Jesus auferstanden ist und dafür wird man uns alle umbringen. Genauso machen wir es. Ja, also kann sich jeder sein Urteil zu bilden. Und vor allen Dingen Lügner, habe ich praktisch schon gesagt, sind auch einfach nicht diejenigen, die nachher ihr Leben dafür geben. Sind einfach schlechte Märtyrer und sie sind dann auch nicht überzeugend. Oder war es nur eine Halluzination? Die Halluzination würde allerdings nicht erklären, dass das Grab leer ist. Und das schien ja nun leer gewesen zu sein. Und dann hätten sich die Jünger auch nicht die Mühe machen müssen, so schreiben zu müssen, wie sie geschrieben haben. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Und wie Paulus sagt, Jesus ist 500 Zeugen gleichzeitig erschienen. Das war 25 Jahre nach der Auferstehung. Das heißt, die allermeisten von denen werden auch noch gelebt haben. Eine Massenhalluzination ist auch eher unwahrscheinlich. Natürlich kann man auch sagen, dass auch das wieder nur erfunden ist, aber es ist auch einfach ein weiteres Indiz. Und jeder Psychologe wird einem sagen können, Einbildungen, Halluzinationen hören, wenn sie bei verschiedenen Menschen auftreten, nicht einfach so abrupt bei allen gleichzeitig auf, sondern die gehen weiter. In diesem Fall haben sie aber eben nur 40 Tage gedauert. Und mit der Himmelfahrt war es dann beendet. Das sind letztlich vor dem Geheimnis dessen, über das wir sprechen, nur recht arme Versuche. Aber vielleicht ist es doch für den einen oder die andere auch eine Hilfe, dass wir auch unsere zweifelnde Vernunft auch mal an die Hand nehmen lassen und wissen, es ist nicht unvernünftig, dem Zeugnis der Schrift zu glauben. Am Ende ist es natürlich das Wichtige und das, wofür wir füreinander beten können, dass es uns existenziell erreicht. Dass es nicht nur eine Information ist, sondern dass es uns verwandelt, dass es uns transformiert, nicht nur informiert, was wir dort hören. Dass wir am Ende hoffentlich genauso aus einer Auferstehungshoffnung leben können wie dieses Ehepaar, das sogar einen solch tragischen Fall des Todes ihres Kindes aus dieser Kraft in sogar noch ein Werk der Liebe verwandeln konnten.